Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Fizzy Beats Infinity Skyblock. So, wir haben in der letzten Folge erfolgreich einen Blood-Altar hergestellt, das heißt, wir können jetzt auch mit Blood-Magic anfangen. Ja, der Altar steht schon. Ja, ich habe mir so einen Rohbau aufgebaut hier. Also generell müssen wir eigentlich nur noch später die Blood-Runen austauschen und dann hat sich das. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, was wir für einen Blood Orb brauchen für den ersten. Auch ein Mana Diamond. Das geht ja easy. So. Haben wir. Und dann das Sacrificial. Nee. Deck of Sacrifice. Ja, nee. War das auch der Orb? Ja. Ah, da müssen wir eine Mana-Perle mit Blut übergießen. Okay. Machen wir das dann mal. Nehmen wir hier eine Mana-Perle raus. Das kann mal weg. So, wie kommen wir jetzt an Blut ran? Da wäre es gerade schlau. Die Transfer-Node Liquid will ich schon noch haben. Wenn wir mal hier schauen, wegen Blood. Nein, das nicht. Dieses Blut hier, das kriegen wir über Correlated Blood oder Bloodstained Blöcke. Da kriegen wir, glaube ich, sogar 100 raus. Genau, und das ist einfach nichts anderes als Smooth Sandstone und Rotten Flesh. Das sollten wir hinkriegen. So. Sand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie machen wir das nochmal zum Smooth Sandstone? Können wir den chiseln? Müsste eigentlich. Ja, Smooth Sandstone. Ja, da war ja was. So, jetzt das Jute Rotten Flesh, das Jute Flesh aus den Netherlands. Ja. Und dann schmelzen wir das mal ein. Sollte ja relativ schnell gehen. Ja, da kann man mal ganz kurz abwarten. So. In der Zwischenzeit würde ich sagen, können wir ja nochmal ein bisschen... Ah, Arkenstone-Blöcke. Wir werden dafür auf jeden Fall welche brauchen. Weil das Schöne ist... Nee, Glossen wollte ich jetzt nicht. Das Schöne ist, die Blood Runes lassen sich, also die Blutrunen, die wir brauchen, lassen sich nur wundervoll herstellen über Arcane Stone Blöcke. Das heißt, wir werden ordentlich davon was herstellen müssen. Nehmen wir mal so 32 mit. Schatz haben wir gerade hier keine, das ist doof. Mach mir mal 100 von denen. Wie gesagt, die Earthschatz muss ich immer noch herstellen. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. 100 reicht schon mal. Zack. Ah, jetzt fehlt Wiss. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal das hier. So, wie fangen wir jetzt mit Blood Magic an? Ganz einfach, wir tun uns selber weh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana Dia rein. So, was wir jetzt gerade so gesehen gemacht haben, wir haben 2000 LP reingehauen. Das dauert jetzt einen Moment. Der Mana Dia füllt sich jetzt hier gerade mit damit. Und wir können in der Zwischenzeit regenerieren. Haben wir eigentlich nur so eine Potion of Healing? Oh, eine haben wir. Was ich aber vorhatte, das können wir währenddessen jetzt nochmal machen. Ich wollte mir hier so ein Environmental-Modul aufbauen mit Regeneration 3. Dann können wir sowas nochmal am Anfang besser machen. Ah, machen wir mal gerade so. Bin noch am Überlegen, ob ich noch einen zweiten Blood-Altar irgendwann mal aufbauen soll. Halt für
Autocrafting oder so. Boah. Oh, da haben wir schon unseren Blutorb. Das ging ja relativ schnell. Zack. Und der ist jetzt auf uns getrimmt, das heißt, wir haben jetzt ein Blutnetzwerk. So. Jetzt müssen wir mal schauen, was brauchen wir überhaupt von Blood Magic? Dafür müssen wir einmal schauen, für den Creative Mana Pool. Nur der braucht, glaube ich, Blood Magic. Genau, da brauchen wir die Crystal Cluster, das war's, und die Slates. Das heißt Dämonik. Geht dann mal weiter. Die Fabel, brauchen wir die? Ja, natürlich brauchen wir die. Gut, also müssen wir einmal komplett den ganzen Rotz durchmachen. Mist. So, jetzt machen wir aber erstmal hier die Syringe. Die hier. Davon werden wir 3 Stück brauchen. Dann habe ich hier hinten in Arbeit einen... Hoppala. Environmental... Quatsch. Ein Machine Frame Resonant. Boah, da können wir einfach nochmal... Komm, wir machen das jetzt mal so weiter. Schauen wir mal. Machen wir jetzt mal hier Blood Magic schön weiter. Und dann können wir das vielleicht gegen Ende der Folge oder nächste Folge so schon fertig machen. So, wir brauchen jetzt erstmal Blood Runes. Die hier. Das heißt im Klartext, wir brauchen Raystone. Das ist kein Thema. Stone Blank Slates, wie schon gesagt, die brauchen Arcane Stone Blöcke. Wir brauchen 8 Stück, also 16 von denen. So. Gab es nicht irgendwie so noch so ein... Band of Regeneration oder sowas? Nee, das stimmt, das war beim normalen Infinity. Das hatte ich nämlich dafür einen Street gemacht. Sowas. Mist. Ja. Eine Blank Slate haben wir. Was ich mal gerade mache, ist mir hier eine Crafting Station hinplanken. Dann wollte ich einmal Flint. Dann gehen wir hier rüber noch mal zu ein paar Waystones. Okay, ich sollte dann doppelt den Magnet ausmachen. Oder die Schuhe anlassen. Ich zieh die Schuhe aus, wo du reinkommst. So. Ja, der pumpt jetzt mal schön Mana nach. Hoppala. Wir brauchen jetzt jede Menge von unserem Blut, damit wir weiterkommen. Erstmal selbst hier tun. So. Die Waystones können wir erstmal wegtun. Genau wie die hier und dat und dat. Was hat uns jetzt noch gefehlt? Genau, irgendein Schad. Bin auch am Überlegen, das Blood Letters Pack. Schauen wir mal kurz. Lohnt sich das? Was kostet das? Wardage, ah, ja, gut. Das sollte kein Thema sein, das ist alles kein Thema. Machen wir uns ein Wortchar noch. Blood Letters Pack. Das ist nämlich relativ cool, bin ich ehrlich. Das habe ich schon damals mal benutzt. Also damals, als ich das mit dem Street zusammengespielt habe. Da habe ich mich nämlich auch um Blood Magic gekümmert und um... Nee. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Das habe ich damals gemacht, als ich, als wir beim ersten Infinity Pack gespielt haben. Da habe ich Blood Magic gemacht. Und da habe ich das gefunden. So, Blood Rune hin, ausgetauscht.
So. Immer schön was nachmachen. Ja, komm, dann machen wir mal gerade ein Water Jar. Haben wir noch ein Mana-Glas? Nee. Machen wir mal einen halben Stack. Wow, das ist schon wieder nachgefüllt. Magnet aus. So. Also so langsam fühlt sich hier unsere Insel recht gut. 16 davon. Das Rezept mal raus. Dann ein Slab. Da werden wir auch bestimmt noch einen von haben. Nehmen wir hier so ein Dark Oak Wood. Ein Water Jar. Und da ich weiß, dass wir das noch öfter brauchen werden, packe ich das mal hier rein. Wobei das hier nicht so wirklich. So, was brauchen wir jetzt noch? Eine Leather Tonic, eine Black Slate und 0. 4 Mana Glas. Leder haben wir auch. Aber wenn wir doch das einfach so. Zack, 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 zack und zack. Nee, so. Zwei Waystones. So. Vielen Dank dafür, die Firma dankt. Dann machen wir das jetzt mal gerade raus. Ein Bloodletters Pack. So. Was kann das gute Teil denn Schönes? Da ziehen wir jetzt an und kriegen immer wieder Schaden. Klingt jetzt erstmal nicht so besonders, ne? Ist es aber. Warum, weiß ich selbst nicht. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Und was mache ich hier wieder für eine Scheiße? Genau, so war das. Das Besondere am Bloodletters Pack ist jetzt, jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen, füllt sich unser Blutnetzwerk. Und dann sehen wir hier das Sword LP 3000, 3100. Und halt das ganze Blut können wir dann einmal so machen. Nehmen wir so hin, zack. Ja gut, dann muss es raus. Zack. Und wieder angezogen. So, jetzt habe ich mir mal auf ein Herz runtergesetzt. Das Schöne ist, ich glaube, bei 4,5 oder 5 Herzen hört es auf. Also so eine eigene Sicherung ist schon vorhanden. Wie lange sind wir? 32 Minuten. Das ist okay. Also ich werde schauen, dass ich das hier vielleicht ausgehend fertig mache. Wenn wir mal hier bei den Achievements reinschauen. Finde ich super, dass er das nicht gezählt hat. Ich wollte jetzt aber eigentlich hier mal reinschauen. War hier irgendwas mit Blood Magic? Nein. Das wird lustig. Ich bin ehrlich, diese beiden Schritte werden wir gar nicht wirklich brauchen. Soweit ich das weiß, das Bounce Fort brauchen wir gar nicht, glaube ich. Nur die Runic Matrix und das Elfen Gateway Core. Schauen wir mal gerade wegen dem Bounce Fort. Das war Bound Blade, ne? Ja, hat kein anderes Rezept. Also, nee, stimmt, das werden wir brauchen. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Das brauchen wir einmal. Halt für die Demon Shards, die wir dann später machen müssen. Stimmt, das ging nicht. In der Zwischenzeit kann man ja mal schauen. Bringen wir es einmal voll. Wie sieht das hier aus? Ah, immer noch nicht fertig. Oh, der ist gut bei der Hälfte. Gut. Ein weiteres Teil, was wir aber noch machen könnten, wäre ein Divination Sigil. Oder Division Sigil.
Schauen wir da mal da ganz kurz rein. Sehil, ja. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Secret of Assassin, Water, da. Wie hieß denn das jetzt nochmal? Da haben wir doch Divination Sigil. Da braucht man Nitor für. Okay. Wo haben wir Nitor drauf? Auf Fackeln. Ja gut, Ultimate Solar Panels natürlich, ne? Also drei Fackeln und eine Kohle. Ah, sagen wir zwei Kohle. Machen wir das schon mal gerade. Okay, Torch. Das waren jetzt wie viele? Drei Fackeln. Zwei Kohle und ein Glowstone. Gut. Dup. Suppi. Nochmal kurz reingeschaut. Gut, ist nichts mehr drin. Sehr schön. Können wir auch mal gerade scannen. So, Nitor haben wir schon mal. Boah, teilweise bin ich echt so schnell. Machen wir nochmal hier voll. Ja, und genau deswegen will ich einfach dieses Teil haben. Aber ich glaube, im Vordergrund steht erstmal, dass wir hier den Blutaltar hochkriegen. Dass wir vielleicht mehr Blut rauskriegen und so weiter. Ich hab noch eine. Weil das Schöne ist mit den Blood Rune. Wir können halt hier Augmented Capetes. Augmented Capacity. Also, dass wir einfach mehr Blut speichern können in diesem Blutaltar. Dislocation weiß ich gerade gar nicht. Rune of the Orb ist, dass wir hier in unserem Blutorb mehr speichern können. Superior Capacity ist, glaube ich, dass das prozentual mehr gespeichert wird. Of a Salvation halt für diese Wandlung, dass es schneller geht. Speed Rune, weil... Ich weiß gerade nicht genau, was das war. Rune of Sacrifice heißt es, wenn wir Monster opfern. Und Self-Sacrifice, wenn wir uns weiter in der Welt selbst wehtun wollen. So. Stimmt, ich wurde bis auf Hälfte Leben runtergesetzt. Nee. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Wir können ja mal schauen, was wir für den nächsten Blood Orb brauchen. Das wäre der hier. Da brauchen wir Tier 2 Alter und Prismarine. Und Prismarine-Charts kriegen wir über Netherquartz mit einem Alchemie-Catalyst. Ja. Ein Alchemie-Catalyst, da brauchen wir Alchemische Mystery Set, Golden Chalk, eine Blaze Lamp und Salis Mundus, das heißt, wir müssen Balance Charts erstellen. Es wird lustig. Magician's Blood Orb, Tier 3, brauchen wir einen Formium Block. Der Master Blood Orb braucht man ein Eldritch Eye. Der Archmage, braucht man Demon Blood Chart. Transcendent, ein Crystal Cluster und dann halt der Eldritch Blood Orb, das ist noch mit Forbidden Magic, das geht noch weiter. Also ihr merkt schon, das wird halt lustig. Die Magiemats werden richtig lustig. Die werde ich teilweise aber auch offscreen durchknüppeln. Einfach weil, naja, ich möchte halt nicht hier wirklich so die ganzen Folgen verbringen. Also ich werde schauen, dass ich hier teilweise wirklich Ressourcen fertigstelle. Das da drüben werde ich weitermachen. Botania können wir ja wirklich so nebenbei machen. Ich will mal ganz kurz schauen, die Gaia Spirits, wofür brauchen wir? Die brauchen natürlich die auf jeden Fall für die Crystal Cluster. Den werden wir ein paar Mal besiegen müssen. Und hier für 4 mehr brauchen wir nicht. Also 2, 4, 6, 8. Wir müssen den 12 Mal besiegen. Oder wofür brauchen wir... Ja stimmt, das Rezept muss ich noch raushauen. Ja,
habe gerade richtig gesehen, wir brauchen für die. Oh, super. Geil. Ich liebe dieses Smartpack, ne? Die Gaia Spirits. Ja gut. Das hat sich dann jetzt schon mal. Also wir schauen einfach mal, dass wir hier weiterkommen. Dann hoppeln wir einfach mal weiter oder wir ziehen mal ganz kurz aus und fliegen so rüber. Wie sieht das jetzt hier aus? Na. Ja, sind wir noch dran, das habe ich mir gedacht. Wir könnten jetzt schon mal. Oder? Nee, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal darum, dass wir alles kriegen für die. Für das Regeneration Modul. Ja. Würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.